Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir ein leckeres Laugen-Käsebrötchen-Rezept mit einer geschmolzenen Käsekruste. Super leckeres Rezept. Ich backe heute mit Sauerteig, dazu habe ich hier auch meinen Grundsauer, Anstellgut Starter, aktiv muss es sein. 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Weißmehl, Typ 550 und hier habe ich 30 Gramm davon, vom Grundsauer. Gebe den als erstes in das warme Wasser, das hat in etwa 35 Grad. Schlemme den Grundsauer etwas auf, damit sich der besser verteilt. Zudem wird die Säure noch etwas neutralisiert. Zum Mehl geben. Alles durchmischen zu einem Teig. Es gibt einen weichen Vorteig, TA 200. Das war schon die ganze Hexerei, zudecken. Das gibt uns wunderbaren Geschmack, eine gute Frischhaltung und wir können komplett auf Backhefe verzichten. Lasse ich mir jetzt zwischen 6 und 10 Stunden hier in der Küche aufgehen, bis sich das Volumen verdoppelt hat und der Teig so schöne Blasen wirft. 10 Stunden später, Vorteig hat sich schön entwickelt, richtig toll Blasen geworfen. Kann zwischen 6 und 10 Stunden sein, wenn es länger sein soll, dann einfach den Vorteig in den Kühlschrank stellen. Dann brauche ich noch 160 bis 190 Gramm Milch. Das kommt immer ein bisschen darauf an, was du für Mehl verwendest. In meinem Fall sind es 190, kann aber auch runtergehen bis 160. Am besten noch etwas Flüssigkeit zurückhalten und mal schauen nach 3-4 Minuten, wie die Konsistenz des Teiges ist. Ein Ei, 12 Gramm Salz, 6 Gramm Hello Sweetie, mein Zuckerersatz, alle Infos hier oben in der Infocard. Zucker setze ich hier ein, damit ich das Salzige etwas brechen kann. Wir haben ja durch die Lauge auch noch so einen laugigen, salzigen Geschmack drin und das kann ich hier mit einer leichten Süße noch ein bisschen brechen. Dann natürlich Butter. 90 Gramm. Alle Zutaten in die Küchenmaschine, starte wie immer mit der Flüssigkeit und alle anderen Sachen dazu. Ich backe hier ohne zusätzliche Backhefe. Falls du keinen Sauerteig hast oder noch nicht so weit bist oder nicht damit backen willst, dann beim Vorteig 1 Gramm Hefe nehmen und beim Hauptteig jetzt etwa 3 bis 5 Gramm Hefe. Küchenmaschine starten, auf kleiner Stufe beginnen zu mischen und nach 2-3 Minuten das Tempo erhöhen. Nach guten 12 Minuten ist der Teig wunderschön geknetet, ist eher ein etwas weicherer Teig für Laugen, das muss aber genau so sein, das wollen wir so. Ein Teigbecken ausfetten. Teig rausnehmen, ins Becken legen. Zudecken und den lasse ich mir jetzt 2 bis 3 Stunden aufgehen. Warum 2 bis 3 Stunden? Wenn es 30 Grad bei dir ist, dann eher 2 Stunden. Wenn es 20 Grad ist, dann geht es 3 Stunden. Noch zwei wichtige Punkte. Erstens, Zutaten sollten Zimmertemperatur haben, sonst wird der Teig zu kalt. Und das zweite ist, Teig nicht zu früh korrigieren. Weil wir so viel Butter drin haben, sieht der Teig auch etwas fest aus am Anfang. Du musst ihm wirklich ein paar Minuten Zeit lassen, dann ist die Konsistenz erst erkennbar. Nicht schon zu früh Wasser nachgeben, dass der Teig dann
nicht Wasser, Milch, Entschuldigung, nicht, dass der Teig dann viel zu weich wird. So, jetzt erstmal aufgehen lassen. Ich lasse das weg mit Stretchen und Falten, dann sehen wir uns in 2-3 Stunden wieder. Der Teig hat sich wunderbar entwickelt. Den portioniere ich mir jetzt zu je 100 Gramm. Da brauche ich gar kein Mehl, der klebt nicht. Abstechen und 100 Gramm portionieren. Und jetzt rund formen, dazu jetzt etwas Mehl oben hinlegen, oben so glatte Fläche machen, einfach durchs Mehl ziehen, dann vom Mehl weg und in der Hand formen. Und hier darf wirklich kein Mehl sein, das Teigstück muss unten kleben bleiben, dann kann ich schön aufwirken. Oder auch mit zwei Händen. Voilà. Nehme ich ein Teigtuch, etwas Mehl oben drauf, Teigstücke absetzen, dann nach hinten ziehen. Schauen, dass die schön zusammenhalten. Und für die nächsten 12 Stunden in den Kühlschrank stellen. Die Laugenbrötchen waren jetzt gute 12 Stunden im Kühlschrank. Sehen wunderbar aus, schön aufgegangen. Was ich immer wieder gefragt werde, warum deckst du die nicht ab? Ich finde es okay, wenn die so eine leichte Haut ziehen. Ist natürlich je nach Kühlschrank verschieden. Wenn es zu fest ist, dann kannst du sie natürlich auch abdecken. Dann zum Belaugen kurz 2-3 Worte zum Setup. Ich habe Natronlauge, die habe ich mir schon angemischt, weil ich die vom letzten Mal noch hatte. Die kann man problemlos 2-3 Mal brauchen. Hier habe ich Natriumhydroxid, also Laugenperlen, im Verhältnis von 3-5%. Also 1 Liter Wasser, 30-50 Gramm Perlen reinmachen, mischen, nicht erwärmen, das ist wichtig. Und dann ist das Ganze eigentlich schon bereit. Ein weiterer wichtiger Punkt: Natronlauge ist stark ätzend, darum Handschuhe und am besten auch eine Schutzbrille anziehen. Und zudem keine Gegenstände aus Aluminium oder Holz verwenden. Darum habe ich hier auf meinem Backblech auch ein Backpapier, damit das Backpapier schmutzig wird und nicht im Endeffekt das Backblech. Dann geht es auch schon los. Die Brötchen sind jetzt auch schön fest. Lassen sich problemlos hier in die Lauge runterdrücken, dann am besten mit so einer Schaumkelle rausziehen, etwas abtropfen lassen und aufs Backblech absetzen. Hier arbeite ich gerne von links nach rechts, dann habe ich einen schönen Fluss. Dann muss ich nicht hier nochmal rübergreifen, weil wenn ich mit den laugigen Händen aufs Tuch gehe, dann verschmutzt das sehr stark und so kann ich von links nach rechts arbeiten. Die Lauge wird natürlich beim Backen dann neutralisiert und gibt diesen schönen, laugigen Charakter mit der wunderbaren Farbe. Dann war es das auch schon. Dann sind es ja Laugenkäsebrötchen. Direkt ein bisschen Käse oben drüber, Reibkäsemischung. Hier ist natürlich auch so, je besser die Reibkäsemischung, desto besser ist natürlich dann auch der Geschmack des Laugenkäsebrötchens.
Jetzt werden die noch eingeschnitten. Laugenbrötchen typischerweise ziemlich tief einschneiden. Ich mache es mit der Schere, geht aber gerade so gut auch mit einem Messer. Richtig bis fast an den Boden runter einschneiden, bis in die Hälfte und so übers Kreuz schneiden. Richtig runterdrücken, sicher 3/4 des Brötchens runterschneiden. Laugengebäcke werden typischerweise sehr tief eingeschnitten, denn die werden ohne Dampf gebacken. Sonst hätte ich hier überall dann so wilde Blasen. Darum ohne Dampf im Ofen von 215 Grad direkt reinschieben. Schließen und backen. Explodiert, Freunde, nach 10 bis 14 Minuten kommen wunderschöne Laugenbrötchen zum Ofen raus. Schön geschmolzene Käsekruste, wunderbar aufgerissen. Richtig toll sehen die aus. Guck dir das mal an. Leider noch zu warm, um zu probieren. Darum warten wir noch ein bisschen, bis die ausgekühlt sind. Schau dir mal an, wie luftig dieses Laugenbrötchen ist. Schöne Lockerung. Nur mit Sauerteig, ohne Backhefe, richtig feucht, schön wattig, luftig, wunderbar. Laugig, wie es sein muss. Richtig lecker. Von der Säure des Sauerteigs merkt man nichts, also fast nichts, es soll nicht so dominant sein. Der laugige Geschmack mit dem schönen Käsearoma ist im Vordergrund. Super weiches Brötchen, richtig luftig, aromatisch, stimmt alles. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Lass mir einen Kommentar da, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.